Willkommen zurück. Wir sind ja mit der Vorbereitung fertig, kann man so sagen. Das heißt, in Kürze steht also der Bundesliga-Start an. Gegen wen spielst du? FSV Frankfurt, auswärts. Okay, das heißt, du hast einen halbwegs lösbaren Gegner, kann man das so sagen? Ja, ist auswärts sicherlich eklig, aber Eklig. Ja. ja, ich habe es erst gestern wieder gesehen bei Nürnberg. Ja, Man das tut ist sich nie leicht in Frankfurt. unangenehm zu spielen. Ja. Okay, bin Aber neugierig. ich nächste mal mit Punkt oder Punkten. Ja, Sturm fordert, alter Schwede, 800.000 für Seidel, sicher nicht. Für ein Viertel davon hätte ich ihn genommen. Freiburg hat nicht gerade eine schlechte Vorbereitung gespielt. Ja, Alter, ich bin im Arsch. 2-0 gegen Kiew, 2-0 gegen Young Boys Bern, dann 3-1 gegen irgendjemanden, 3-1 gegen die Wolverhampton Wanderers, 2-1 gegen Blackburn Rovers, die haben alles gewonnen. Respekt. Großartig. Großartig. Ich kann mich jetzt schon begraben. Nee, das ist auch zu viel. Aber ich mag nicht. Wann spielst denn du? Ich habe am Freitag die Partie. Ich habe auch Freitag. Okay. Aber vielleicht haben wir da ja dann hin und wieder nicht gleichzeitig die Partien. Das wäre ja Ja. auch ganz cool. Ja, so wie ich den Spielplan jetzt sehe, ist auf jeden Fall mal zeitversetzt. Ja, cool, damit die Leute dann wenigstens auch deine ja, Spiele sehen. Ich spiele übrigens am zweiten Spieltag gegen Frankfurt. Ah, sehr gut. Naja. Ja, vielleicht sind sie dann, keine Ahnung, leichtsinnig, nachdem sie Leichtsinnig. gegen mich so hoch gewonnen haben. Du meinst frustriert, nachdem du sie abgeschossen hast. Ja, und dann schießen sie sich gegen dich den Frust von der Seele. So läuft es dann. Nein, nein. Ich bin auf jeden Fall echt nicht zu optimistisch. Ich bin gerade am Überlegen, wen ich auf die Bank setze. Wen ich da mitnehme überhaupt. Mockenhaupt kann DM spielen. Dann haben wir Gauss LM, Tommy RM. Eigentlich bräuchte man noch einen Stürmer. Könnte man Weggesser mitnehmen. Jo, so machen wir es. Schaut es eigentlich mit dem Training aus? Sollte ich hin und wieder auch mal reinschauen? Ui, danach habe ich nichts mehr angesetzt. Dann spiele ich am Montag gegen Bielefeld. Da gehen wir auf, würde ich sagen, auf Taktik, normale Intensität, Hauptfokus auf das Angriffsspiel. Ne, gehen wir auf Abwehr. Okay, meine Trainings habe ich mal durchgeplant für die nächsten Wochen. Okay. Ich habe jetzt gerade meine Aufstellung auch mal gemacht. Okay. Wie es im besten Fall aussehen sollte. Fehlt dir jemand zum Saisonstart? Also jemand Wichtiges? Stahl ist noch verletzt. Okay, das ist Defensives Mittelfeld. ja nicht optimal. Ja, aber da spielt Neudecker eigentlich eine gute Vorbereitung von daher. Okay. Und dann habe ich ja auch noch Brunner, der auch defensives Mittelfeld spielen kann. Also. Also kein Problem. Nee, das lässt sich gut abfangen. Okay. Ich habe jetzt auch mal so meine Aufstellung. Ah, ich muss mal ein Kapitän sein. Habe ich auch gerade. Ich schicke dir mal meine Aufstellung auf WhatsApp. Jo. Das ist immer ganz praktisch.
Ich habe hinten ein bisschen umfunktioniert, indem ich Ziegler von der Innenverteidigung nach vorne schiebe aufs defensive Mittelfeld. Dafür spiele ich mit Wucu und Heubach. Und Talfa habe ich jetzt in die offensivere zentrale Variante gezogen und dafür links Gauss. Ja, okay. Weil der von den Fähigkeiten ja eigentlich echt spielen sollte. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, Pech spielt dann bei dir. Ja. Okay. Ja, hat sich angeboten in der Vorbereitung, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich schicke dir jetzt auch mal kurz meine Aufstellung, damit du. Gerne, damit ich sie zumindest sehe, wenn die Zuschauer sie schon nicht sehen. Genau. Ich habe jetzt die Außenverteidigerrollen auch mal geändert. Schauen wir mal, ob das was bringt. Okay. Nachdem das sonst ein bisschen zu wenig war. Okay. Ah, ich Also sehe gerade, doch Okoye. du siehst gerade die ganzen Spielerrollen gar nicht, gell? Das Nee. war die falsche Einstellung. Aber Jetzt. sehr ähnlich. Was hast du bei Okoye für eine Rolle? Knipser. Knipse. Jetzt im Moment, jetzt kommt ein neues Bild. Okay. Mit Rollen. Es wäre natürlich echt schön, wenn ihr das auch sehen könntet, aber Flügel auf Angreifen, einen habe ich auf Unterstützen. Die Außenverteidiger. Okay, passt. Ist genehmigt. Sehr gut. Das sieht gut aus auf jeden Fall. Posteingang. Malicek wurde akzeptiert. 1,3 Millionen. Ich verhandle gerade übelst mit ihm. Aber er hat es angenommen, 4 Jahre. Sauber. Sehe schon, du hast da gute Talente. Ja, das Problem ist natürlich, dass es nichts bringen wird, weil wir keine 4 Jahre an diesem Projekt spielen, wahrscheinlich. Ist fast ein bisschen schade. So, Mannschaftsprämien. Sagst du? Die zweite Bundesliga, da gehe ich mal auf niedrig, dann habe ich ein bisschen Geld übrig. Stapeln. Pokal hätte ich eigentlich auch auf niedrig gehen können. So. Portier schicke ich jetzt mal nach Hause. Probezeit abbrechen. Vielen Dank, aber nein. Sich bestimmt auch Hoffnungen. Wie bitte? Der hat sich bestimmt Hoffnungen gemacht, der junge Spanier. Ja, auf jeden Fall. Michael Dussek, neuer Scout. Ja. Schöne Werte, ja. Der war bei dir. Irgendwann mal. Boah, ja, lange her. Spieler, U19-Trainer, Reservetrainer. Und zuletzt Scout bei Nürnberg. Ja. Nicht schlecht. In seiner 10-jährigen aktiven Karriere. Nicht lange Profi gewesen. Den ersten Spieler, den er mir vorschlägt, ist Jürgen Säumel von Innsbruck. Im Ernst? Ja, genialer defensiver Mittelfeldspieler, aber der ist so verletzungsanfällig, das ist echt schlimm. Und inzwischen auch schon 30. Ja, das auch noch. Krisewatsch wäre jetzt auch noch da. Soll ich den auch noch annehmen? Das ist der von Victoria Berlin. Ja, ach, 250.000, gerne. Wie schaut es denn jetzt aus mit den Partnervereinen? Hab ich irgendwelche, die in einer Liga spielen? Fragst du mich jetzt was? Nee. Aber die zweite Mannschaft haben wir theoretisch. Die wird ja. Nee, die wird nicht simuliert, gell? Wir haben kein Pfeil Muss ja den runtergeladen, Spielplan glaube ich. fahren. Nee, haben wir nicht. Freundschaftsspieler sind ausgemacht, immerhin.
Ich mach da gleich ein paar aus. Obwohl, da steht eigentlich schon eine Liga bei mir. Stehen tut die Liga auch bei mir, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie Also unter dem Namen Genau. FIFA 68 München 2 steht bei mir Regionalliga Bayern. Genau, aber Spielplan haben es trotzdem können. Vielleicht kommt er erst noch. Ich Ich warte jetzt mal ab. Ja, vielleicht haben wir noch Glück. Ich schicke meine jetzt mal ein bisschen herum, meine Amateure. Ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich spiele ja eigentlich fast von Beginn an schon mit Regionalliga 5 Ach so, ja. und habe es eigentlich immer an. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie es ist, wenn man es nicht Ja anhat. klar. Ich meine, bei mir ist es mit Österreich ja ähnlich. Also, ich habe auch dieses Pfeil bis zur Unterliga, das sind glaube ich 10 Ligasysteme. Ja. Und das ist schon genial. Ja, ich habe auch, wenn ich privat spiele, immer mindestens die ersten vier Ligen an in Deutschland. Ja, ist auch einfach auf jeden Fall lustiger, ganz klar. So. Spielermeldung, jetzt wird er vorgestellt. Da holt er sich die Österreicher zu labern. Ja. Ja. Bin neugierig, wie das mit ihm funktioniert. Ich füge ihn auf jeden Fall zur Talentliste hinzu. Verfügbar für die zweite Mannschaft 90 Minuten. Der könnte sogar noch U19 spielen, theoretisch. Wie stark ist der? Oh, der ist in der zweiten Mannschaft. Entwicklung verschieben zu. Achso, wie muss ich das am Partnerverein ausleihen und dann muss ich ihn an die erste Mannschaft verschieben, so gell? Das ist. Genau. Okay, hab schon. Also da dauert es dann einen Tag, bis der wieder da ist. Ja, glaube ich. Strange. Aber sobald du ihn ja in der ersten Mannschaft hast, kannst du ihn ja verfügbar machen für die zweite. Ah, okay, ja. Dann brauchst du ihn immer hinher schieben. Das stimmt, machen wir so. Jetzt mal bringen. Ich will endlich, dass es losgeht. Lopi ist da. Und wie stark ist er? Furchtbar schwach. Na, glaube ich nicht. Verdammt. Joseph Lopi. Ich hab ihn fast ausgescoutet. 575.000 wert, also von den Fähigkeiten her muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Hat leider überhaupt keine Spielpraxis. Ja, das ist klar. Das heißt, ja, verfügbar für die zweite Mannschaft. Werde ich nicht unbedingt mitnehmen jetzt gleich. Schade. Hätte ich natürlich ganz Was gerne gibt's schon denn da für Chance? eingesetzt. Und Malicek ist da. Ja, verpflichtet der Spieler, ach der Spieler, ne. Hat das Potenzial zum Leistungsträger, steht bei dem 18-Jährigen. Ja, Respekt. Jetzt bin ich nur gespannt, ob der hat Spielpraxis. Ich hau den gleich ins kalte Wasser oder sowas von. Wobei ich eigentlich jetzt momentan so extrem gut aufgestellt bin im Ja, der Mittelfeld. wird die Vorbereitung gespielt haben. Was sagst du? Jetzt habe ich dich gerade kurz nicht gehört. Na, der wird wahrscheinlich die Vorbereitung gespielt haben bei Admira. Ja, genau. Nee, ich lasse ihn auf der Bank. Das wäre ein bisschen too much. Kommt mir Ich auch jag. sehr leid. Ja, wäre eh nicht uninteressant. So, jetzt geht's los. Pressekonferenz vor dem Spiel. Ich bin auch gerade dabei. Erste Frage nach dem Verkauf von Adlung, bla bla bla.
Das liebe ich ja immer, wenn es vorm Spiel nicht ums Spiel geht, sondern um irgendwelche Spiele. Ja. Ja, das ist so nervig. Aber das ist halt immer so. Was willst du denn machen? Da würde ich mich in der Realität auch nicht rechtfertigen. Na, das stimmt. Ich muss gerade schauen, dass ich noch ein paar Spieler loswerde vielleicht. Poker 25. Ich möchte diese Frage nicht beantworten. Ich bin nicht bereit, darüber zu reden. Sorry. Geht dir das zu schnell? Leihangebot. So. Also Bradley den Neuer, ich versuche jetzt auch mal zur Leihe anzubieten und ich probiere das jetzt auch gleich bei. Wo haben wir ihn denn? Ist der noch immer nicht da? Noch, ja? Nee, der. Den ich eigentlich gerade von Kaiserslautern 1 in Krise war. Den werde ich jetzt auch mal anbieten für Leih zur Leihe. So. Leihangebote für alle drei. Sehr, sehr gut. Also Görtler hätten wir da. Okay. Jetzt ist die Frage, die dritte Liga haben wir anscheinend, ja. Ja, die haben wir. Okay, Elversberg lehne ich mal ab. Die Liga ist mir zu niedrig. Cottbus von mir, also die wollen nur 10% des Gehalts übernehmen. 90% Osnabrück als Stammspieler. Das nehmen wir. Ist mir lieber als innerhalb der eigenen Liga. Und hier haben wir überall Regionalliga. Für Ja, den Neuer. da kannst du aber selber auch behalten, weil Ja. deine zweite auch Regionalliga spielt. Ja. Und da haben wir für Krisewat Ersatzspieler der ersten Mannschaft eigentlich überall. Aber das ist mir auch recht, das ist mir noch immer lieber, als dass er bei uns nicht spielt. Das heißt, die nehme ich an. Da ist jetzt, oh, das müssen wir auch ablehnen. Da ist jetzt Wien Wiesbaden dabei und Preußen Münster. Passt, dann wird wieder einiges an Gehaltsbudget frei bei mir. Sehr gut. So. Dann wird sich dieses erste Spiel wieder nicht ausgehen in dem Part. Dann geht der nächsten Part los. So ist es, müssen die Leute leider wieder einschalten. Hilft eh nichts. So. Keine Angebote für Bayrich. Okay, Bayrich will definitiv nicht wechseln. So, die zweite Mannschaft, wen lassen wir da spielen? Jakob nicht. Den brauchen wir in der ersten. Lopi, damit er endlich Spielpraxis kriegt. Alomerovic immer. Krisewatsch, der Neuer. Schulze, Piosek, okay. Überblick über Saisonerwartungen. Ist auch lustig, Erwartung ist Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Hätte ich mir ehrlich gesagt ehrgeiziger vorgestellt. Oder? Naja, Schon eigentlich, gell? zweite Liga ist aber auch stark. Ja, eh, eh. Ich glaube, bis auf Leipzig gibt da keinen Aufstieg aus, als es sonst ist. Stimmt. So. Die nervige Pressekonferenz noch schnell durchgewimmelt.
Und dann geht es eigentlich schon los, gleich im nächsten Part.